Guten Morgen, liebe Klasse. In den nächsten Wochen geht es in Entdeckung der Welt um das Thema Wasser. Heute habe ich zwei kleine Experimente vorbereitet, die mit Wasser, aber eigentlich auch sehr viel mit Luft zu tun haben. Für das erste Experiment gibt es ein Arbeitsblatt. Das Arbeitsblatt habt ihr von mir bekommen, es heißt Der Taucher. Ich erkläre euch jetzt alles zu diesem Experiment und zuerst, was ihr dafür braucht. Ihr braucht dafür fünf Dinge. Zuerst benötigt ihr eine Glasschüssel, die mit Wasser gefüllt ist. Dann braucht ihr eine Aluschale von einem Teelicht. Da nehmt ihr einfach das Teelicht raus und dann habt ihr diese Aluschale. Dann braucht ihr einen sogenannten Taucher. Das ist bei mir ein Lego-Männchen. Du könntest aber auch ein Gummibärchen oder was anderes Kleines nehmen. Dann benötigen wir ein Glas, ein kleines 1-Cent-Stück und eventuell ein Handtuch. Das kann auch nicht schaden. Jetzt beginnen wir mit dem Experiment, das ihr übrigens jederzeit nachmachen könnt. Nur Vorsicht, beim zweiten Experiment braucht ihr einen Erwachsenen, denn da brauchen wir eine Kerze und Feuer dazu. Das ist Otto. Und Otto ist leider etwas ziemlich Blödes passiert. Otto hatte einen wertvollen Schatz und der Schatz ist in einem See versunken und liegt nun am Grunde des Sees. Otto selbst ist aber furchtbar wasserscheu und möchte seinen Schatz trotzdem wiederbekommen. Wie kann Otto jetzt zu seinem Schatz gelangen, ohne selbst dabei nass zu werden? Man könnte jetzt sagen, naja, er könnte ja im U-Boot runtertauchen, aber er hat nun mal kein U-Boot. So, wie können wir das machen? Ich stelle jetzt das Boot mit dem Otto auf die Wasseroberfläche. Und jetzt nehme ich mein Glas. Das Glas stülpe ich, das ist ganz wichtig, senkrecht von oben auf Otto und sein Boot und natürlich auch auf den Schatz und drückt das ganz vorsichtig nach unten. Und wenn ihr jetzt beobachtet, was passiert, seht ihr, dass der Otto in seinem Boot trocken am Seegrund angekommen ist. So, ich lupfe es ganz vorsichtig wieder an. Und jetzt kann man sehen, dass der Otto tatsächlich trocken geblieben ist. Das heißt, er hätte sich unten einfach den Schatz schnappen können. So, und jetzt kommt die Erklärung hierfür. Also, das Glas sieht zwar leer aus, es ist aber nicht leer, es ist Luft drin. Wenn ich dieses Glas jetzt also von oben auf die Figur drücke, dann verdrängt die Luft, die hier drin ist, das Wasser. Das heißt, das Wasser wird zur Seite gedrängt und das Männchen kann trocken nach unten kommen. Wenn ich das Glas dann wieder hochziehe, dann nimmt das Wasser wieder den ursprünglichen Raum ein. So, nun kommt der zweite Versuch, der ist ganz ähnlich. Allerdings ist das der Versuch, bei dem wir auch Streichhölzer brauchen und eine Kerze. Das heißt, bitte nur mit Erwachsenen nachmachen. So, wir haben wieder unseren Otto. Und ihr seht, ich habe jetzt eine kleinere Schüssel gewählt und ich habe Wasser eingefärbt, dass man das besser sieht. Wir haben wieder das gleiche Problem. Wir haben den verlorenen Schatz. Und wir haben Otto, der den verlorenen Schatz holen möchte, ohne nass zu werden. So, Otto setze ich jetzt rein und jetzt zünde ich die Kerze an. Bevor ich jetzt anfange, müsst ihr wissen, dass eine Flamme Sauerstoff zum Brennen benötigt. Und Sauerstoff ist ein Bestandteil der Luft. So, passt auf. Beobachtet bitte genau, was passiert. Also, ich stülpe jetzt das Glas drüber und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass sich jetzt die Luft innen drin erwärmt. Jetzt, die Kerze brennt noch, doch passt mal auf.
Irgendwann hat die Kerze keinen Sauerstoff mehr und geht aus und erlischt. Und was passiert? Es entsteht ein Unterdruck, denn die Luft kühlt ab und zieht sich wieder zusammen, braucht nicht mehr so viel Platz. Und schaut mal, was jetzt passiert ist. Jetzt kann der Otto einfach ganz bequem aussteigen, seinen Schatz einsammeln und ist nicht nass geworden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Experimenten und beim Ausprobieren. Bis dann! Tschüss!